Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, wir sind immer noch in Ondras Geschenk. Heißt so, ja, genau. Und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Jungen. Nämlich, wie heißt das? Das Kind der fünf Sonnen? Nein, das war das falsche. Angebot und Nachfrage. Ein Haus in Ondras Geschenk. Die klagende Todesfee. Oh, das war, glaube ich, hier. Geheime Fracht. Die Parabel tapferer Derin. Ein kleiner Junge namens Derin ist in Ondras Geschenk verschwunden. Odas Sohn Derin ist schon seit zwei Tagen verschwunden. Da sie sich zu Hause um ihr hochgeborenes Kind kümmern muss, hat sie mich gebeten, nach ihm zu suchen. Das letzte Mal sah Onda, als er mit seinem Vater zu den Docks ging, um dort zu angeln. Vielleicht sollte er sich mit den Matrosen und Fischern vielleicht sollte ich mich mit den Matrosen dort unterhalten. Ich habe Gerüchte gehört, dass Derins Vater Stammgast in Satzige Mast ist. Der ortsansässige Matrose Markeno erzählte mir, dass Derin vor ein paar Tagen vorbeigekommen ist und darum gebeten hat, an Deck spielen zu dürfen. Markeno lehnte ab und sah das Kind auf den salzigen Mast zugehen, ein hiesiges Bordell. Imatl erzählte mir, dass Derin gerne bei den Schiffen in den Dock spielt. Ich habe Derins Vater gefunden. Er ließ den Knaben für einen Met auf die Schnelle allein und ich fand ihn danach nicht mehr wieder. Jetzt schämt er sich zu sehr, um wieder nach Hause zu gehen. Also ja. Hier ist halt der salzige Mast. Drinnen haben wir den Jungen nicht gefunden. Ah, aber hier ist ein Fischer. Vielleicht weiß der was. Die Flut ist da. Wenn du runter zur Küste willst, musst du bis Tageseinbruch warten. Ah, das heißt, wir können hier gerade nichts machen. Müssten wir bis Tageseinbruch warten. Hier in der Ecke steht leider niemand, der den Jungen gesehen haben könnte. Wir müssen uns halt ein bisschen durchfragen, wo der Junge sein könnte. Aufgrund der Überherumlungen im Klang ist unklar, ob dieses rote Boot im unfertigen Zustand aufgegeben oder für Holz wahrscheinlich ausgeschlachtet wurde. Hm? Genau, ausgeschlachtet wurde. So, wir haben auch hier den Steg. Aber hier scheint auch niemand zu sein. Ah, aber wir können hier langlaufen, noch ein Stück. Die beiden helfen uns nur nicht weiter. Bei denen können wir die Seelen gucken, aber das war's auch schon. Und wie gesagt, solche Seelenguckerei, das spare ich mir fürs Offscreen-Play auf. Weil das ist dann wirklich viel zu viel Zeit, die verloren geht. Und wir wollen ja ein bisschen Fortschritt machen. Wenn ich jede Folge 20 Seelen vorlese, sind wir nur mit Seelenlesen beschäftigt, weil die Seelentexte sind ziemlich lang. Was zwar cool ist. Du, hast du den Jungen gesehen? Nein. Matrose? Der ist besoffen, der kann uns auch nicht helfen. Wir könnten in dem Haus mal nachfragen. Wenn nicht, müssten wir warten, bis es wieder Tag wird und hoffen, dass da mehr Leute unterwegs sind. Wenn nicht, klappern wir jetzt einfach mal auf gut Glück alle leeren Häuser ab. Beziehungsweise alle Häuser ab. Ach, das ist das Haus von der Frau. Hallo. Ich bin auch immer auf der Suche. Gut. Weil eigentlich haben wir ja gerade verkehrt rum gefragt. Wir hätten zuerst ihn fragen sollen, dann ihn. Obwohl, zeig mir mal kurz die Karte. Ja, das hier ist das einzige Schiff, was vor Anker liegt.
Dann gehen wir doch mal weiter da lang. Vielleicht weiß noch jemand etwas. Das ist die Handelsgesellschaft. Da ist ein verfallenes Haus. Arianischer Soldat. Der Fischer hier. Die Flut ist da. Also wir können nicht hier runter. Im Mattel, mit dem haben wir schon geredet. Du bist ein Händler, oder? Ja, du zeigst mir bloß, was du zu verkaufen hast. Nebenbei, wir sind mittlerweile auf Version 1.06, also es ist in der Zwischenzeit wieder mal ein neuer Patch gekommen. Da wäre ein verlassenes, leeres Haus. Wir könnten doch die Leuchtturmfrau fragen, wenn sie hier irgendwo sich verstecken würde. Genau, sie hier. Greetings. Wir sehen uns später. Und ja, der Cursor backt ein bisschen gerade, ist mir so aufgefallen. Und nein, in einem Leuchtturm voller Geister wird er nicht sein. Also bleibt es wirklich nicht viel anderes übrig, als die... Good day, Stranger. Als die Häuser abzuklappern. Weil die anderen Leute können uns leider nichts sagen. Und er ist hier nirgendwo. Nö. Und auf dem Schiff wird er auch nicht sein. Weil der Matrose hat ihn ja weggeschickt. Ja, hier ist wieder das versunkene Haus. Und dann laufen wir hier wieder über das Haus, wo sie das erste Stockwerk abgebaut haben. Damit es ein Übergang wird. Ja, so kann man auch ein bisschen... helfen. Oh. Ich glaube, wir haben die Verbrecherbande gefunden. Also kurz mal ein Quicksave machen. Und ich merke gerade, unsere Aufstellung stimmt nicht mehr ganz. Hm? Doch, die stimmt eigentlich noch. Warum ist... Ach, das ist Alof. Wo ist Pellegrina? Bin ich blind? Tell me. Ja, du müsstest eigentlich weiter vorne stehen. Good day, Stranger. Affäre. Affäre wirkt trotzig und trägt eine robuste, wenn auch ramponierte Rüstung. Jeder Grat und jede Tätte scheint sie mit Stolz zu erfüllen. Du siehst nicht wie einer der Ritter aus. Kann ich dir mit etwas helfen? Erstmal fragen wir sie es. Ich bin Ephäre, Leutnant der Dutzenden. Sie klopft auf ihren eingedellten Brustharnisch. Wir sind die letzte Kampftruppe in Todsbruch, die sich noch daran erinnert, was es heißt, ein Dürrwälder zu sein. Außerdem scheine ich unglücklicherweise die Einzige zu sein, die sich daran stört, dass Mäh die Einheimischen nach Strich und Faden ausnimmt. Ich bin wegen dem Ärger im salzigen Mast hier. Die gewöhnlichen Gestanden sind wütend, und das sollten sie über diese betrügerische Mauer auch sein, die den Edelleuten hinten reinkriecht. Sie grinst spöttisch. Sie nutzt die Tragödie vom Whitewills Vermächtnis aus, um sich die Taschen zu füllen. Sie ist kein Deut besser als die ätherianischen Oberherren, die wir vor 200 Jahren hinausgeworfen haben. Die Leute hier kennen dich als ehrliche Vermittlerin. Wahrscheinlich, weil er sie jetzt mit Pelagia spricht. Maya hat dafür gesorgt, dass sich nur die Reichen einen Besuch in ihrem Etablissement leisten können. Und trotzdem sitzt sie im ärmsten Viertel von Todsbucht. Und das soll gerecht sein? Wir haben die Angelegenheit in unsere eigenen Hände genommen. Die wahre Verbrecherin hier aber ist sie. Warum sagst du ihr nicht, dass sie sich zurückziehen soll? Das ist ein interessantes Argument. Ich werde mal sehen, ob ich Maya dazu bringen kann, ihre Preise zu senken. Ja, jetzt mal wieder in Hagrim reinversetzen. Hagrim ist
kein Paladin. Also würde, wäre das schon mal etwas, was gegen die erste Sache spricht. Hagrim löst alles immer direkt. Das würde also sagen, ich gehöre zum Mail, die Gewalttätigkeiten müssen aufhören. Andererseits haben wir uns schon mit den Dominants einen bösen Feind gemacht in der Stadt. Wir sollten uns jetzt nicht auch noch mit den Dutzenden hier anlegen. Zumal wir, glaube ich, die Dutzenden noch gut gebrauchen können als Verbündete. Und dessen ist sich Hagrim auch bewusst. Hagrim ist zwar ein direkter Kerl, aber er ist nicht dumm. Er wägt seine Argumente immer ab, deswegen ist er auch Jäger geworden. Also sagen wir mal, wir gucken, was wir tun können. Afrinik, ich freue mich, dass du unseren Standpunkt ziehst. Ah. Okay, wir haben schon mal das Haus mit den Schlägern gefunden. Dass die Dutzenden darin involviert sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Your own father sold you to the Brotherhood? He hated me anyway. I was glad to be gone. The Dukes are my parents now. The Republics, my children. That's an interesting way of looking at it. Hm. Hier sind Verbrecher. Haben die vielleicht was gesehen? Was guckst du so? Scher dich weg. Bergern. Ah, wir haben nichts zu bereden. Okay. Dann gucken wir mal in das Haus rein. Und ja, ich klappe wirklich nochmal alle Häuser ab, um den Jungen zu finden. Nein, die beiden sind normal. Das sind sicherlich interessante Texte, die bei ihren Seelen dabei stehen. Und wahrscheinlich noch interessanter, wenn ich sie in Englisch lesen würde. Aber wie gesagt, das würde viel zu viel Zeit kosten. Erst einmal sind die Texte lang. Und zweitens, wenn ich sie auch noch in Englisch hätte, müsste ich das teilweise übersetzen. Oder was heißt teilweise? Das müsste ich übersetzen. In Tekoa, we have a memorial for the Saints' War. They say a Rawatai artillery master contributed to the Godhammer bomb. I wondered if... Of course. You want Rawatai to be a part of this history. Crow about how your people helped the Deerwood. Maybe your Ranganui lied, Amawa. On second thought, I'll ask Adair. Ja, sie reden manchmal über sehr ernste Themen, was ich gut finde. Also die Dialoge zwischen den Charakteren bestehen nicht nur wie bei Dragon Age aus reinem Humor. Aber manchmal sind sie auch schon ziemlich genial. Flüchtlinge. Ah, ich wollte gleich hierher kommen, aber in meinem Dorf war es nicht mehr sicher. Gut. Wie viele Häuser haben wir noch? Mit dir können wir nicht reden. Oh, und Justica. Hast du einen kleinen Jungen gesehen? Nein, wohl nicht. Noch eine Kurtisane. Hier ist noch ein verlassenes Haus, oder? Das Problem ist, die Häuser sind gar nicht so verlassen. Kriegen wir jetzt die Tür auf? Die hatten wir, glaube ich, schon aufgekriegt. Hier wurde jemand gefangen gehalten, genau. Ich denke mal, das Haus wird noch irgendeine Rolle bei irgendwas spielen. Sonst wäre das nicht, würde das nicht so aussehen. So. Hier ist Odders Haus, Colfax und noch ein verlassenes Haus. Okay.
Wieder zwei, deren wir die Seele gucken können. Hoffentlich ist der Junge nicht in der Drogenhöhle hier gelandet.